Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Video. Ich bin Marco und 2017 war ich für unglaubliche 3 Monate im wunderschönen Südostasien. Meine Reise hat damals in Thailand begonnen. Es ging weiter nach Indonesien. Nach Indonesien hatte ich einen kurzen Aufenthalt in Kuala Lumpur und am Ende ging es dann noch auf die wunderschönen Philippinen. Über diese tolle Zeit damals in Südostasien möchte ich euch natürlich meine Route zeigen, ein kleines Feedback über die einzelnen Orte und am Ende natürlich wie immer, wie viel ich im Gesamten für die 3 Monate ausgegeben habe. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Ich bin im Frühjahr 2017 zum Start meiner 3-monatigen Reise von München über Doha nach Bangkok geflogen. Wie kann man wohl Menschen Bangkok beschreiben, die noch nie dort waren? Also für mich war die Stadt faszinierend. Da leben ungefähr 15 Millionen Menschen mit 1000 verschiedenen Gerüchen, egal ob gute oder schlechte Gerüche. Und natürlich die Hitze prasselt auch total auf einen ein. Aber wer nach Thailand geht, sollte sich 3-4 Nächte mal nehmen und sich einfach die Stadt anschauen. Von Bangkok aus bin ich dann mit dem Nachtzug in den Süden Thailands gefahren und mit der Fähre dann auf die erste Insel, nämlich nach Koh Tao. Wenn man jetzt die 3 Inseln nimmt, Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao, dann ist Koh Tao die kleinste Insel der 3 Inseln, aber auf der Insel ist ein richtig chilliger Vibe und ist auch sehr, sehr bekannt und sehr gut für Leute, die gerne schnorcheln oder tauchen gehen. Mit der Fähre ging es dann als nächstes von Koh Tao auf die größte Insel der 3 Inseln, nämlich nach Koh Samui. Ich würde sagen, Koh Samui ist an einigen Orten schon sehr touristisch, zum Beispiel an den Orten Chaweng oder Lamai, da zieht es eigentlich die meisten Touristen hin. Aber Koh Samui hat natürlich sehr, sehr schöne Strände und hat sogar einen eigenen Flughafen, falls ihr von Bangkok nach Koh Samui fliegen wollt. Von Koh Samui ging es dann als nächstes mit der Fähre und dem Bus auf die westliche Seite nach Koh Lanta. Ich persönlich fand, dass Koh Lanta jetzt nicht so touristisch war, es waren nicht so viele Menschen unterwegs. Der Verkehr war auch nicht so schlimm, deswegen habe ich mich dort zum ersten Mal getraut, Roller zu fahren, was die beste Entscheidung war, denn ich bin an jeden tollen Strand hingekommen und was ihr noch in Koh Lanta machen könnt, sind verschiedene Ausflüge, zum Beispiel auch Schnorchelausflüge. Von Koh Lanta ging es dann für mich als nächstes mit der Fähre auf die nahegelegene Insel Koh Phi Phi. Wahrscheinlich waren einige von euch schon mal in Thailand oder haben sich sicherlich schon mal über das Land informiert. Dann seid ihr bestimmt schon mal auf die touristische Insel Koh Phi Phi gestoßen, denn dort liegt die berühmte Maya Bay. Dort wurde damals ein Hollywood-Film gedreht. Es gibt einen sehr, sehr coolen Aussichtspunkt. Man kann dort Party machen und die Unterwasserwelt ist auch sehr schön. Von Koh Phi Phi bin ich dann mit der Fähre nach Phuket gefahren. Phuket ist eine sehr, sehr große Insel. Genauer gesagt, es ist die größte Insel Thailands. Ich war dort für ein paar Tage, fand es persönlich in der Gegend, wo ich war, nicht so schön. Aber falls es jemand von euch interessiert, in manchen Städten gibt es auch ein sehr, sehr cooles Nachtleben. Da Phuket einen Flughafen hat, bin ich von dort aus dann ins nächste Land geflogen, nämlich nach Indonesien, direkt auf die Insel Bali. Auf Bali angekommen, bin ich dann eigentlich direkt ins Landesinnere, in den Ort Ubud gefahren. Ubud ist ein kleines traditionelles Städtchen. Dort im Zentrum liegt ein riesiger Affenwald. Und von Ubud habe ich auch damals eine Nachtwanderung auf dem Vulkan Mount Batur gemacht. Von der Insel Bali bin ich dann mit der Fähre auf die Gili Islands gefahren. Die Gili Islands, auch die Gilis genannt, bestehen aus 3 verschiedenen Inseln. Zum einen ist die größte, das ist die Gili Travangan. Da ist am meisten los, auch ein bisschen Party. Dann Gili Air. Dort ist auch was los, aber eher ein bisschen ruhiger. Und Gili Meno, das ist die kleinste und da ist gar nichts los. Das Coole an den Gilis ist, dass es dort keine Autos gibt und keine Roller. Die Leute sind eigentlich nur zu Fuß unterwegs und die Inseln sind so klein, dass man auch gar keine Probleme hat, die Inseln öfter mal am Tag zu Fuß zu umrunden. Aber das Highlight auf den Gilis ist das wunderschöne Wasser und man hat noch die coole Möglichkeit, mit Schildkröten zu schnorcheln. Weiter ging es dann von den Gilis mit der Fähre auf die Insel Lombok. Auf Lombok war ich dann auch für ein paar Tage. Ich war an 2 verschiedenen Orten, habe mir dort wieder einen Roller ausgeliehen, denn dort kann man sehr, sehr gut mit dem Roller die Insel und die schönen Strände erkunden. Von Lombok ging es dann in einer halben Stunde mit einem kurzen Flug zurück nach Bali. Ich war dann nochmal für ein paar Tage auf Bali, nämlich ganz im Süden in Uluwatu. Dort gibt es sehr, sehr schöne Strände. Dann war ich noch in Kuta, das ist sehr, sehr touristisch, habe aber dort angefangen, das Surfen zu lernen.
Von Kuta aus bin ich dann mit einem Fahrer, den ich dort auf Bali kennengelernt habe, in den Norden von Bali gefahren, nämlich nach Lovina. Und dort hat man die Möglichkeit, Delfine zu sehen. Und ich habe auch tatsächlich dort meine ersten Delfine gesehen. Und zwar sehr, sehr viele. Auf Bali hat damals meine Indonesien-Reise begonnen. Und dort hat sie auch wieder geendet. Denn ich bin vom Bali Flughafen dann in die Hauptstadt Malaysias, nämlich nach Kuala Lumpur geflogen. In Kuala Lumpur war ich dann für ein paar Tage, habe mir die Stadt angeschaut. Und natürlich das Coole an der Stadt sind die zwei Petronas Towers. Dann ging es von Kuala Lumpur gleich weiter in das nächste Land, nämlich in die Hauptstadt der Philippinen nach Manila. Vor meiner Reise habe ich mich natürlich auf alle der Länder gefreut, aber bei den Philippinen hatte ich schon sehr, sehr hohe Erwartungen, weil man dort einfach brutale Bilder im Internet gesehen hat. Als ich dann auf den Philippinen in der Hauptstadt Manila angekommen bin, hat es dann meine Euphorie schon ein bisschen gedrückt, denn es leben sehr, sehr viele arme Leute dort auf der Straße. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben davor gesehen. Ich hatte zum Beispiel auch die Erfahrung, dass ich draußen in einem Restaurant saß, habe meine Chicken Wings abgenagt und dann sind Kinder gekommen und haben mir einfach die abgenagten Chicken Wings geklaut. Und das war schon sehr, sehr heftig und da denke ich heute auch noch dran. Aber natürlich ging es auf der Reise dann auch schöner weiter. Tatsächlich war ich dann auch froh, als ich wieder am Flughafen Manilas war und von dort dann auf die Insel Boracay geflogen bin. Als ich dann damals auf der Insel Boracay angekommen bin, waren die ganzen Sorgen aus Manila schon wieder verflogen. Denn dort gibt es den White Beach, der ist sehr, sehr groß. Es gibt da die Station 1, 2 und 3. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt damals kein schöneres Wasser bzw. keinen schöneren Strand gesehen. Von Boracay bin ich dann auf eine bisschen größere Insel geflogen, nämlich nach Cebu, direkt in die Cebu City. Bin dort aber nicht geblieben, sondern gleich in den Süden in die Stadt Moalboal gefahren. Eigentlich hat der Ort Moalboal nicht so viel zu bieten. Ich wollte aber trotzdem unbedingt mal hin, weil dort in der Nähe im Dschungel die bekannten Kawasan Falls sind. Von Moalboal bin ich dann weiter in den Süden gefahren nach Oslob. Wie auch zuvor in Moalboal ist in Oslob jetzt auch nicht so viel los. Es ist eher ein kleines Städtchen. Aber dort in der Nähe hat man die Möglichkeit, mit den riesigen Walhain zu schnorcheln. Von Oslob bin ich dann mit dem Bus und anschließend mit der Fähre auf die Insel Sikihor gefahren. Was an Sikihor sehr, sehr cool ist, dass dort fast kein Verkehr ist, denn dort konnte ich dann mit dem Roller auch wieder verschiedene Strände und Wasserfälle anschauen. Mit der Fähre ging es dann auf die nächste Insel, nämlich von Sikihor nach Bohol. Die Insel Bohol ist auch sehr, sehr bekannt für eine interessante Affenart, nämlich die kleinen Tasia oder auch Koboldmakis genannt und mitten in Bohol liegen auch die Chocolate Hills. Von Bohol bin ich dann mit der Fähre nach Cebu City gefahren und direkt von Cebu City dann weiter auf die Insel Palawan, direkt nach El Nido. Wenn ich heute an die 3 Monate Südostasien zurückdenke, dann würde ich sagen, dass eigentlich El Nido das Coolste war, wo ich dort erlebt habe. Allgemein El Nido ist jetzt nicht ganz so schön, aber die Ausflüge, wo man von dort machen kann, es gibt glaube ich Ausflug A, B oder Tour A, B, C und D. Und dort habe ich damals auch 2 Stück gemacht und ich habe noch nie in meinem Leben, auch in den Reisen danach, noch nie so schönes Wasser gesehen. So klares Wasser, so schöne Strände und die Unterwasserwelt war auch umwerfend. Von El Nido bin ich dann wieder in die Hauptstadt der Philippinen nach Manila geflogen und dort hat dann auch meine Philippinenreise geendet. Von Manila bin ich dann wieder nach Thailand geflogen, direkt nach Bangkok und bin dort ein paar Tage geblieben, denn von Bangkok war dann wieder mein Rückflug über Doha nach München. Zum Schluss möchte ich euch jetzt noch zeigen, wie viel ich damals für die 3 Monate Südostasien im Einzelnen und im Gesamten ausgegeben habe. Kommen wir als erstes zu den ganzen Flügen. Ich hatte damals unglaubliche 10 Flüge in diesen 3 Monaten und habe insgesamt für die ganzen Flüge 1200 Euro ausgegeben. Kommen wir zum Thema Unterkunft. Ich habe damals genau 90 Tage in Südostasien verbracht und habe für alle Unterkünfte zusammen 1000 Euro ausgegeben. Für meine Verpflegung, also für Essen und Trinken unter der Reise, habe ich ungefähr im Gesamten 800 Euro ausgegeben. Ich habe damals in der Zeit natürlich auch sehr, sehr viele Ausflüge gemacht, zum Beispiel die Nachtwanderung auf dem Mount Batur oder das Schwimmen mit Walhain und die Ausflüge im Gesamten haben ungefähr 400 Euro gekostet. Natürlich darf man die ganzen Transporte, wie zum Beispiel Taxi, Fähre, Bus oder Zug nicht vergessen, denn dafür habe ich für die ganze Zeit 500 Euro ausgegeben. Und im Gesamten habe ich ungefähr für die 3 Monate Südostasien 3900 Euro ausgegeben. Solltet ihr schon länger mal mit dem Gedanken spielen, auch für längere Zeit wegzureisen und ihr habt es bisher immer noch nicht gemacht, dann kommt jetzt ein kleiner Tipp von mir. Macht es einfach,
Denn bei den meisten scheitert es tatsächlich dran, weil sie es nicht einfach machen und ihr verpasst eine große Chance oder ein richtig tolles Abenteuer. Oder falls ihr selbst schon mal in Südostasien wart, könnt ihr gerne unten in die Kommentare schreiben, wo ihr dort genau wart und wo es euch am besten gefallen hat. Und über einen Daumen nach oben würde ich mich sehr, sehr freuen. Und falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich natürlich umso mehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.